Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Division. Yay! Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Revano. Hallöchen! Und der Grazi Friag. Ja, ich bin auch da. Grazi! So, und heute werden wir uns endlich mal die Basis. Wir haben das letzte Mal hier die Computer freigeschalten, haben die Zwischensequenz hier geguckt mit dieser Layla, Layla. Und ja, jetzt wollen wir uns hier mal ein bisschen in der Basis umgucken. Wer es nicht von der Bilder kennt, wir können uns ja umgucken. Onkel, stell dich mal bitte vor die Auffüllkiste. Ja? Und dann drehst du dich mal um und dann guckst du mal an die Wand. Genau. Später nicht, ne? Ach, guck mal, da eben, medizinischer Flügel, Tech-Flügel, Sicherheitsflügel. Ja, und oben, wie viel Prozent wir ausgebaut haben und so. Das war richtig der Beta geil. Nicht, ne? Da war das nur am Eingang, soweit ich mich entsinnen kann. Sicherheitsflügel ist offline. Es ist alle offline. Ist alles offline, okay. Wir haben sie ja nur. Also ich würde sagen, wir gucken erst mal ganz kurz, weil hier ist ja jetzt dieser, das habe ich vor gestern angesprochen. Fertigungsstation, ne? Die ist Fertigungsstation, die ist neu, genau. Die war ja in der Beta nicht verfügbar. Ah, und hier kann man dann Waffen bauen und so. Oh, hey. Oh, und Masken. Oh, das ist was für mich. Keine Blaupause, also musst du Blaupausen und sowas, die findest du oder kannst du erwerben und dann kannst du. Beliebiger Bonus. Ah. Wir haben hier zum Beispiel schon, guck mal, hier Stufe 4 Handschuhe. Blaupause? Können wir hier zum Beispiel schon herstellen, die zusammen. Blaupause, die Handschuhe Militär, zum Beispiel. Militärversion. Achso, du kannst praktisch so, nur Waffen bauen. Ach, guck, da unten Ressourcen hast du hier unten. 0 von 5 Stoff. Deswegen findet man dann immer Ressourcen. Ah. Und zum Handschuhen zum Beispiel brauche ich 5 Stoff, ich habe aber nur 0. Werkzeug, Waffenteil, Elektronik, ach du genau. Scheiße. Rucksäcke. Ich in meiner Rucksäcke. Rucksäcke. Ja, ja. Ich in meiner Rucksäcke. Das ist das Craften. Du kannst auch hier Stoff machen. Waffenteile gibt es auch, Werkzeuge, Elektronik. Alles Stoff, alles 5. Aber ich sehe gerade, du hast hier auch blaue Waffenteile, grüne Waffenteile, die du da einsetzen musst. Ja, das sind musst, die Stufen, ne? Die aber auch diese einsetzen musst, die Ressourcen. Und deswegen. Ja, die blauen sind ja die ganz heftigen. Deswegen ist es wieder schwierig, sich jetzt hier zu entscheiden. Was machst du? Verkaufen oder bauen? Ich denke mir mal, dass du, wenn du baust, bestimmt bessere Sachen kriegst, als wenn du. Ihr habt hier noch ein ganz rechts hier, wo diese Händler sind. Da gibt's noch diesen JTF-Offizier Einsatzbericht anfordern. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das können wir auch noch machen. Warte mal, wir machen alles gleichzeitig. Durchkicken hier. Ich mache jetzt erstmal hier den Waffenhändler, gucke ich mir mal an, was der so alles anzubieten hat. Okay, eine neue Pistole. Das klingt aber schon mal ganz gut. Aber die kostet 200 mehr Range aus. Hier eine AK-47. Ah, für Level Classic. 5. 1022. Oder hier eine P416. Obwohl, auf der anderen Seite, wann tue ich es schon mal mit einer Pistole? Ich habe auch kein Geld mehr. Ich schieße fast nur mit der Pistole. Weil das auf Distanz ist die Pistole sehr effektiv. Ja, aber ich habe ja Maschinengewehr. Ja. Boah, ist das geil. Gibt's alles, gibt's ja. Ich guck mal lieber weiter. Ich bin da so ein bisschen geizig. Jetzt bin ich beim Ausstattungshändler. Ja, ich bin auch total geizig gerade. Ich würde gerne alles kaufen. Das hat einen Bothändler. Oh, hier, das hat. Erweitertes Magazin, hier Schalldämpfer. Aber ein Schalldämpfer bringt dir natürlich weniger Schaden, ne? Das ist so der Nachteil daran. Nö, steht ja nicht da. Mir gerade hier die Bude mal an. Doch, hat immer weniger Schaden gebracht, Schalldämpfer bis jetzt. Oh, da hinten ist doch auch was Neues. Das gab es in der Beta, glaube ich, auch nicht, ne? Ja, Belohnungshändler. Wir sind hier noch bei den Händlern. Doch, Belohnungshändler. Ja, der Belohnungshändler ist ja das, wo wir die Sachen jetzt herbekommen, die wir im das ist ganz Club zum Beispiel ist, gekauft haben. Aber warte mal ganz kurz. Der Modshändler. Modshändler, da bin ich gerade, genau. Da war ich auch, ja. Was ist da? Warum ist das teurer? Langoptik-Mod. Höhere Attribute, M4-Polizeiversion. Mensch, der Belohnungshändler. Aber so ein Schalldämpfer ist schon geil. Verminderte Bedrohung. Sie brauchen was, das ist offensichtlich. Ich würde mir ja schon, von den Mods würde ich mir gerne was kaufen. Und zwar, Ressourcen. Hier haben wir eine optimale Reichweite. Also Leute, geht mal zum Belohnungshändler. Der hat eigentlich einen Scheiß. Du bist eine Nase, echt? Wir haben gerade noch gesagt. Ja, hat er noch mit mir gemerkt. Und er geht hin, ne? Ey, der hat eigentlich einen Scheiß gratis alles. Also was geht hier? Okay. Ja, das ist das alles, was du im Club geholt hast. Nee, das habe ich nicht alles geholt. Achso. Weißt du, wie viel das ist? Ja, es sind doch für Season Pass hast du auch noch Sachen.
Nahrungskonserven und Müsli-Riegel und Werkzeug und Waffenteile und Stoff. Ich finde nicht, ich sehe den nicht, den Belohnungshändler. Der ist im medizinischen Flügel hinten, einfach ja. durchrennen und dann rechts rum. Aber ist übertrieben, oder? Der hat einen Rucksack mit 70 Rüstung, alles gratis. Mitnehmen. Das ist der Sicherheitsflügel. Hast du alles genommen? Nein, medizinischer Flügel. Ja, ich... Einlösen steht also. Da. Tatsächlich, können wir einlösen. Alles gratis, alles mitnehmen. Ne? Überlebensratgeber nicht gefunden, aha. Nicht genügend Platz im Inventar. Oh. Credits. Elektronikteile. Ach hier. Stoff. Waffenteile. Werkzeug. Alter. Ja, aber nimmst jetzt echt jeden Hut mit? Klar. Ja, du kannst, warum? Du kannst doch immer wieder... Na gut. Aber ich habe keinen Rucksack. Echt? Ich habe einen 70 Schaden Rucksack oder sowas. Ich ja, aber hier... kannst du das vorne wieder verkaufen? Theoretisch schon. Das kannst du sogar da verkaufen. Kiste für Schockgranaten, Kiste für Tränengasgranaten, Kiste für Blendgranaten. Ja, da rüsten wir uns doch gleich mal aus. Boah, wie viele Items ich bekommen habe. Krass, aber der Rucksack ist echt heftig. 36 Inventarkapazität dazu, plus 50 Rüstung. Ach hier, ich hab doch einen Rucksack. Oder leck oder mich am Arsch. Warte mal. Ich habe auch noch mal 15% exotischen Waffenschaden hier. 1900 Schaden macht die Waffe jetzt. Hier mein Dingsrucksack, mein Standardrucksack, den kann ich ja verkaufen. Wie kann ich Ihnen helfen? Was bringt denn der? Wo steht denn das? Ach so, wenn du verkaufst, kannst du natürlich... Ach guck mal, hier kannst du auch Ressourcen kaufen. Naja, dann tun wir das. Gratis Schlüssel. Dann kannst du hier alles einlösen, und das ist ja das praktisch. Oh, hier gibt's ein gratis Schrotflinte Stufe 5, nämlich. Ja, also, wieso ist denn hier alles gratis, Alter? Ja, das ist, haben wir alles gekauft mit dem dicken Paket. Ja, aber alles gratis? Auch ein Haufen Klamotten. Mhm. Alles einlösen. Ganze Klamotten, Alter. Klick, 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 klick. Na gut, dann mach ich auch. Abgeholte Objekte finden sich im Inventar wieder. Ja, okay. Hättest du denn auch den Rucksack und alles kaufen? Auch die Schrotflinte, alles? Klar, was denn sonst ist, ist umsonst, ne? Wir kriegen ja nachher wieder neuen Kram. Und die Ressourcen holst du bestimmt auch alle, ne? Geil. Ne, Ressourcen nicht. Gibt's keine. Doch. Boah, Ressourcen, ganz maßvoll. Das habe ich ja gemeint vorhin. Ich habe ja direkt bei Ressourcen geguckt und guck so, Alter, what the fuck. Da können wir uns dann schon was vorne basteln. Okay, jetzt habe ich ja etliche neue Waffen. Boah, ein Hemd von der Nationalgarde. Okay. Was ist denn der Hasmat? Gefällt mir aber die JTF besser. Ja, mir auch. Weil die hat ja dieselben Werte, ne? Auch. Genau dasselbe. 1-1. Ja. Oh, ich sehe richtig geil aus, liebe Freunde. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz einen Hampelmann, dann kann ich mich besser angucken. Boah, die Hasmat sieht ja geil aus. Oder? Ja, die sehen beide geil aus. Aber die Hasmat hat panzerbrechende Munition, glaube ich. Vom Magazin her zumindest. Oder? Oh, die kann ich ja... Egal. So, ich nehme jetzt diese Schrot und als Zweitwaffe nehme ich dann die JTF. Du kannst doch diese Schrot noch gar nicht... Du kannst doch diese Schrot gar nicht nehmen. Also noch gar nicht aus mit der Ausrüstung. Nee, Level 5. Das ist keine Schrot, das ist Pistole. Was? Die 4. Ach, eben. Das ist eine abgesägte Schrotflinte. Das ist eine abgesägte, als Pistole. Ne? Mhm. Aber die kannst du doch eh noch nicht anlegen. Nö. Ja, noch nicht, aber man hat sie, ne? Könnt ihr dann gleich mal... die Händler werden immer wieder mit Ausrufezeichen angesegnet. Ich frage mich gerade, haben die dasselbe Munitionsart hier, die zwei Waffen? Weil dann ist es ja, dann brauche ich ja die eine Waffe nicht reinzustecken, weil... Ist ja Quark, ne? Eigentlich ja, wenn die Mission schon. Für die alle ist, ist ja dann die auch alle.
Also bis jetzt habe ich immer nur, also ich habe nur drei Ach, die verschiedene. Die Schrotwinde ist für die für Pistole. Ach so, ja, ja, ich habe gerade gesagt, das ist eine Ja, das wollte ich gerade sagen. Das hast du über die ganze Zeit. Wenn ihr mal über den Händler guckt, da steht eine Uhrzeit, Auffüllung steht da. Da läuft eine Zeit, 24 Stunden läuft da ab. Ich habe auch ein Outfit, jo. Ja, ne? Ja, habe ich auch. Ich habe jetzt ein richtig geiles Outfit. Ich sehe richtig krass aus. Nee, ich mein, für Waffen. Für die Waffen habe ich ein Outfit gekriegt. Kommt ihr hübschen, ich will ja jetzt raus, muss ich mich um Handleiden hier, Junge. No, was Mart hat man, ne? Ja, Handleiden könnt euch. Und dann machen wir diesen komischen Einsatzbericht und dann können wir uns draußen treffen. Du bist ja schon Müllfahrer. Soweit haben wir ja alles durch, ne? Unterlauf. Mach ich hier mal den Gott, Laser. Das sieht ja aus, ich sah aus wie so ein Verkehrspolizist. Ne, danke, ey. Und jetzt bitte fahren Sie rechts und links und bremsen. Der nächste bitte. Steht Onkel da, weißt du? Mit der Kelle. Komm, komm. Oh. Ja, was mache ich denn so lange, liebe Freunde? Ich habe leider schon. Weiß ich nicht, bin schon fertig. Ich weiß nicht, was du machst. Ich brauche ja ganz schön lange, um die auszuhalten. Ich bin ja fix. Scheiß. Ich bin ja ein bisschen schneller. Ich kenne mich ja mit. Weil du kannst ja den ganzen Käse ohne. Ach, du laberst, sag ich. Ja, Alter. Sicher. Das ist auch. Alter, der Rucksack, andere, super. Alter. Rollenspiel 70. Auch. What the fuck? Ja, den habe ich auch. 70. Und der hat auch 50 Rüstung plus, ey. Damit hätten wir auch schwer. Locker geschafft. Nee, 70. Und hat nee, das 70 ist für die Rüstung, oder? Nein, da steht ja unten nochmal diese komische orange Schrift plus 50 Schutz. Und dann hat der. Da steht ja 70 RST. Ja, 70 allgemein und nochmal 50. Steht nicht. Wenn du auf Rucksack gehst, ja. Dann siehst du rechts. Ganz rechts steht der Nationalrucksack, Standard 70 plus 21, dann 36 Inventarkapazität und dann höhere Attribute plus 50 Rüstung. Und dann geht's noch Stufenanforderung 4, okay, das war's schon. Na gut, aber die Jacken sind schon ein bisschen. Ja, bro. Kannst ja verkaufen, den Scheiß, ne? Nee, bringt nichts, da steht dann gratis. Ja. Wie gratis verkaufen. Ja, das ist genau das, wie du die eingekauft hast, kannst du es auch wieder loswerden. Oh, ein SWAT-Helm? Sag ich mal. Nee. Nee. Das sehen alle scheiße aus. Alter. Meine Primärwaffe macht 1900 Schaden, ey. Das ist schon echt gut. Obwohl, ich nehm den Spezialhut. Ach ja, die kleiden sich ja an, du. Die sind wie Frauen, die stehen den ganzen Tag im Shoppingcenter. Ich bin eine Frau. Ich bin sogar eine Frau. Aber der Schuh muss ich nochmal anprobieren. Aber die Halskette muss ich auch nochmal anlegen. Nationalgarde. Die Ohrringe einzeln. Boah, Nationalgarde sieht doch geil aus in dem Tarn. Ja, hab ich doch. Ich bin komplett Nationalgarde eingekleidet. Jetzt macht nicht alles nach, ihr Säcke. Hier, Division-Kultjacke. Ja, es geht nur. Nationaljacke und mit dem Rucksack, das passt. Und dann natürlich die Hose. Und als Hemd habe ich vom SWAT. Halstücher. SWAT-Schal. Kannst du noch wie so ein Lava. Aufklärungsdaten. Virusberichte. Die sagen dauernd viel Glück. Sets gibt's ja auch. Ja. Sets. Das ist hier kacke. Nee. Ah, ja, wird auf jeden Fall geil. Ich nehme jetzt hier mein Mützchen. Ihr Schnuckelchens. So, Mützchen. Wir haben könnt ihr noch denn schon. Könnt ihr denn schon eure, zum Beispiel deine Granate oder so, könnt ihr die denn schon aufrüsten? Du kannst nämlich die Granate oder den Scanner oder so, kannst du alles nochmal stufenweise aufrüsten. Wo muss ich da drauf? Inventar? Ja. Auf Fähigkeiten. Da drauf. Sie wollen sich was gönnen? Das müssen wir natürlich wieder verkaufen. Ach, bei Talente meinst du, oder was? Alter, es gibt ja jetzt Talente und was Vorteile. Ist denn, wenn ich jetzt, was ist denn jetzt, wenn ich... was ist denn jetzt, wenn ich die Sachen woanders verkaufe? Sind die dann trotzdem gratis, wenn ich jetzt davor zum Beispiel gehe? Und nein, es bleibt überall gratis. Hast du es probiert?
Ja, ich habe ja verkauft woanders und dann steht da auch gerade. Scheißdreck, kriege ich wenigstens 17 Dollar, ja. Oder was ist denn, wenn du es zerlegst? Wo hast du das denn verkauft? Was ist denn, also wenn du es zerlegst? Da kriegst du noch Teile dann, oder nicht? Ach, oder? Na eben, ich bin so blöd. Oder? Ich weiß es nicht. Also bei mir steht gratis, auch für die Waffe und alles. Wir reden gerade vom Zerlegen. Stimmt. Ich weiß nicht, ob du da was kriegst. Ja, wenn du auf die Waffe gehst, kannst du doch mit Dreieck, glaube ich, zerlegen. Nee, mit L3. Okay, L3. Geht aber nicht. Klar geht das. Nein, geht nicht. Bei ihm geht's nicht. Warum soll das auch gehen? So. Ach, was habe ich denn hier? Bildmaterial. Ah, du doch, kannst da, halt, ja. Du kannst halt die Klamotten nur zerlegen, das ist halt das Doofe. Krass, wir sind jetzt hier schon 15 Minuten nur am Rumgeigeln. Toll, Wahnsinn. Das Zerlegen hat keine Materialien gegeben. Mhm. Ach so? Ja. Ja. Okay, Ressourcen will ich noch einpacken. Ach, es gibt noch was Neues, ne? Das habt ihr in der Beta auch nicht gehabt. Wenn ihr gleich mal auf die Inventarseite geht. Entschuldigung, Quatsch. Fähigkeitenseite. Sagt mir Bescheid, dann sage ich euch das eben. Nahrungskonserven, alles reinhauen, ja. Also wenn ihr Optionenmenü drückt... Ich hab nur keine Erste Hilfe und keine HE-Granaten, kann ich mal nehmen. Und dann Fähigkeiten. Geile Sache. So. Was? Fähigkeiten. Wenn ihr Optionenmenü drückt und dann geht ihr mal auf Fähigkeiten. Dann? Ja. Habt ihr? Ja. Und dann drückt ihr R1. Dann habt ihr einmal die Talente, das ist neu. Ja, ich weiß, Talente und Vorteile. Und ne? Vorteile. Und Vorteile ist, wenn wir die neu Basis ist das nicht, das war in der Beta auch schon, nur es war, stand da eben in der Beta. Geschlossen halt, ja. Also genau, und wenn wir jetzt... Fertigkeiten, da kannst du bloß bis zu 3 Stück sogar, ich dachte 2. Dieses Talent ist gesperrt. So, dann Talente, da kannst du bis zu 4 Stück, aber da kannst du, glaube ich, nichts umändern, also die 4, die du hast du. Glaube ich, irgendwie so war das. Und bei den Vorteilen ist passiv. Musst du alle aufrüsten. Ja, und das ist dann, wenn wir die komischen Bereiche aufmachen, dann kriegen wir zum Beispiel steigert den Erfahrungsgewinn durch alle Aktivitäten um 10%. Richtig geil. Ey, jetzt haben wir echt hier den ganzen Part. Ja, ich würde sagen, wir gehen zumindest jetzt nochmal raus und nehmen zumindest die Mission mal hier an bei dem TFC Officer. JTF. Ach, ja, Einsatzdaten, GTF. Hier kannst du das finden. Und dann kannst du hier die Einsatzdaten plünder. Gut, die Waffen sind okay. Ach, kannst du dir nochmal die Audio-File anhören, okay? Und hier kriegst du bei dem, den kriegst du eine Belohnung, eine Hochlandjacke. Alter, der Rucksack, der ist ja richtig fett, Alter. Das ist ein richtig dickes Ding, Alter. Ach, du hast... Aha. Einsatzbericht, der Plünderbericht 01, das meinst du, ne? Genau. Vermisste Agenten, Echos, abgestürzte Drohnen, also jede Menge genau, Arbeit. Das sind diese ganzen Sachen, die du so findest auf der Map verteilen. Mhm. Und wenn du die alle hast, dann kriegst du die Jacke oder was. Die Legendary Jacke. Abgestürzte Drohnen gibt's noch, dann gibt's noch die vermissten Agenten. Oh mein Gott. Ja. Ja, aber echt, der Rucksack ist echt ein dickes Ding, ne? Alter. Ey, du dickes Ding. Jetzt geht mal bitte am Eingang, wo der Fertigungsstation ist und da stellt euch davor und lauft links und da ist dann diese Mission da. Einsatzbericht anfordern. Können ja, wir das zumindest schon mal machen. Noch, genau. Ach, du meinst hier bei den Toren. Einsatzbericht. Vor der Alben. Hm? Aber geht erst mal kurz nach links. Da ist doch eine Tafel. Holt euch mal eben die Mission hier. Die habe ich vorhin aus Versehen angeklickt. Da ist direkt links nicht. Die Tafel. Die kann nur einer, habe ich da vorhin schon mal erklärt. Einer oder Gruppe muss die nehmen und dann... Das ist nur, dass du die Karte aktualisierst. Genau. So. Das hat ja, wenn das Rivale schon gemacht hat, dann können wir das nicht nochmal machen. Ach so, ich dachte, war das unsere eigene, die eingebaut okay, ist. Jetzt, also, okay, ich drücke jetzt Einsatzbericht anfordern. Ja. Gut. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Nix los. Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Wir brauchen sie. Da kann man nichts machen. Denken sie immer daran. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Okay. Ist das lustig, okay, war? Onkel hat gedrückt und ich konnte gar nicht mehr drücken. Nee, ich konnte auch noch drücken. Nee, das war ja eben Rivano hat gedrückt. Ich hab nicht gedrückt.
Ja, dann was hat Revano? Irgendeiner hat halt gedrückt und ich konnte gar nicht mehr. Ja, ich hab gedrückt, ja. Weil ich wollte mal in der Beta war es anders, dann musste jeder einzeln drücken, wollte ich meinen. Ja, jetzt sind wir ja im Team eingruppiert. Ja, jetzt haben wir, jetzt guck mal, den dicken drücken steht da wieder und da steht da Mission B. Was willst du denn mit dicken drücken? Ich weiß nicht, was du für eine. Ja, die dicke Tabulator, das da. Er meint die dicke, er meint die dicke. Er meint das ja, Touchpad das beziehungsweise ja. L3 und R3, das ist bei das ihm der Dicke. Das solltet ihr jetzt alle drauf drücken. Nein, das machen wir, gehen jetzt vor der Tür und ich muss den Einsatz, ihr wählt bitte nichts aus, weil ich bin der Einsatzleiter und wenn ihr jetzt auswählt, dann geht es nicht mehr meiner Mission nach. Die Tür gehen. Ja, wir gehen jetzt mal vor der Tür und treffen uns draußen und dann schließen wir alles klar, den ich bin draußen. Können wir uns alle mal begutachten. Wir haben einen ganzen Arsch voll Missionen, wenn ich mir die Karte angucke. Ja, ich denke, viel Radar. Davon sind diese... Oh, hey. Jetzt? So, Spielersuche, laden Sie Agenten, bla 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 so. Bla bla bla. Bisschen spät, ein, ne? Haben wir jetzt alle diese dicken Rucksäcke? Ja. Na klar. Ja. Ach, wir waren crazy der Müllfahrer. Ja, ich hab die Dingshose genommen. Ich fand die irgendwie am coolsten, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ich finde, wir sehen cool aus. Und ich hab verdammt geile Waffen. Ja, und dann müssen wir schon wieder den Part abschließen, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt die ganze Zeit in dem Ding. Naja, muss doch was sein. Was gibt's halt auch mal bei solchen Spielen. Das wird jetzt halt auch in den nächsten Parts nicht mehr auftauchen so schnell, dass wir jetzt hier wirklich so lang hier in der Basis rumhocken und kontrollieren und machen und tun und. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.